Wer frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein, findet man in der Wallfahrtsdirektion Maria Vesperbild in Ziemetshausen. Deshalb hat Prälat Wilhelm Imkamp auch heute in der Bild öffentlich gebeichtet, dass auch er schon einmal betrogen hat. Jahrelanges, reueloses, konsequentes Abschreiben und Betrügen bei Mathematik, Klassenarbeiten. Ich hatte zu Mathe überhaupt keine Beziehung, verabscheute den Mathelehrer, der auch noch ein militanter Atheist war, also es passte alles. Und im Abitur ging es natürlich nicht, sodass ich eine satte 5 erntete. Die Beichte eines Priesters aus Solidarität mit den zuletzt öffentlich angeprangerten Steuersündern. Denn jeder, der in der Öffentlichkeit als Steuersünder entlarvt wird, muss mit dem deutlichen Missfallen seiner Mitmenschen rechnen. Auch wenn er bereits alle Steuerschulden zurückgezahlt hat. Wer die Vorteile in Deutschland bei uns genießt, das soziale Umfeld, die Kultur, die Sicherheit und so weiter, der muss auch einen Beitrag leisten. Spricht da auch der Neid? Auch Prälat Imkamp will Steuerhinterziehung nicht gutheißen, aber er kritisiert doch den Umgang damit. Denn meist ist von Sünde die Rede, nicht von einer Straftat. Grundsätzlich gilt, dass ich mit großem Missbehagen sehe, dass sich die Moral auf die Steuermoral reduziert und Sünden gibt es keine mehr, außer der einzigen, und das ist die Steuersünde.